Moin Leute, ich bin Vaultkit. Einige kennen mich vielleicht aus den letzten paar Gamescom-Retro-Bühnen-Erfahrungen und von der letzten Dosenbeats-Party auf der Gamescom. Ich bin Chip-Musiker, Chiptune-Künstler aus Oldenburg. Das bedeutet, ich mache Musik mit alten Videospielkonsolen, vornehmlich Gameboys. Ich habe gestern auch erst eine neue EP veröffentlicht, die heißt Where Are the Gameboys? Und da spiele ich euch ein bisschen was von vor heute. Und beginnen tue ich aber mit ein paar Songs von meinem Debütalbum Into the Vault. Und zwar mit dem Song Treasure. Thank you.
Der Gameboy ist einmal abgestürzt. Schon wieder einfach. Ich glaube, ich brauche einen neuen Gameboy, Leute. Tut mir echt leid. Sache noch geschafft, ey, trotz den technischen Schwierigkeiten. Das war Train Jam, ein Song, den ich mit Defense Mechanism, einem amerikanischen Künstler, gebaut habe. Als nächstes erwartet euch ein Remix, den ich gemacht habe für einen sehr großartigen deutschen Chiptune-Künstler, den Johnimal. Den kennt ihr auf jeden Fall, wenn ihr mal die Gamescom besucht habt und rausgegangen seid und euch 8-Bit-Sounds entgegengekommen sind von jemandem, der draußen mit einem großen Lautsprecher und einem Gameboy sitzt. Das ist der gute Johnimal. Dem habe ich viel zu verdanken. Hat eine schöne, also er hat einfach eine Art Mentorenrolle für mich eingenommen, mir viel gezeigt. Und da bin ich sehr dankbar. Und ich habe halt einen meiner Lieblingssongs von ihm mal im Remix gehabt. Nämlich The Cure. Thank you.
Der Voltkit. Das war mein Yokai Nightwatch Remix für den niederländischen Künstler Antler. Und als nächstes spiele ich euch einen Song von mir, der heißt Invasion. Der ist sehr Dubstep-mäßig. Da habe ich mir damals gedacht, ja, aus dem Gameboy, also der Gameboy, der hatte ja, der musste ja damals noch ein Spiel rendern. Deswegen hatte man nicht so viel CPU übrig für die Musik. Und ich dachte, ja, wenn ich aber die ganze CPU vom Gameboy hab, da kann man ja auch ein bisschen crazy Kram mitmachen. Also, los geht's mit Invasion.
Nice. Okay, als nächstes kommt mein Lieblings-Zelda-Song. Ich bin sehr großer Zelda-Fan. Wobei ich so letztes Jahr erst auf die 3D-Zeldas so richtig gestoßen bin, über den 3DS. Und da habe ich unter anderem Ocarina of Time nachgeholt. Und mein Lieblings-Song aus dem Spiel ist der Song of Storms. Thank you.
Dankeschön. Okay. Der letzte Pure Gameboy Song in meinem Set ist ein Song. What? Oh, okay. Ist ein besonderer Song für mich, weil der wurde von den Rocket Beans genutzt. Vielleicht, wenn ihr das House-on-House-Event, das ist schon ein Jahr her, oder? Letztes Jahr verfolgt habt, dann kennt ihr vielleicht den Song aus dem Steinschere-Papierspiel. Und das ist der hier. War Choco Girl. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Waldkid aus Oldenburg und ich habe das war der Gameboy-Anteil meines Sets. Ich habe noch ein paar andere Sachen vorbereitet. Ich habe nämlich gestern eine EP veröffentlicht, die heißt Where Are the Gameboys, wo ich so meinen Gameboy-Sound mische mit so einer modernen elektronischen Tanzmusikproduktion und da möchte ich euch gerne ein paar Titel von vorspielen. Wenn euch das gefällt, könnt ihr sehr, sehr gerne auf Spotify gehen, Bandcamp geben, wo auch immer ihr Musik hört und dann würdet ihr das wahrscheinlich da finden und es wäre super, super cool, wenn ihr das supporten könntet, wenn es euch gefällt. Okay, der erste Song heißt Let's Go Home Now. Oh, 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 oh
das war der Track Cloud 10. Als nächstes kommt November in Berlin. Thank you.
Das war Summer Wars. Den habe ich benannt nach dem gleichnamigen Anime, den ich sehr cool finde. Und den gibt es auch auf meiner EP, Where the Game Was, die gestern rausgekommen ist. Wenn euch das gefällt, dann supportet das gerne und fahrt euch das irgendwie rein auf Spotify oder so. Und ich komme schon zum letzten Song des Abends. Zumindest von mir. Ich weiß nicht, was die nach mir noch treiben. Und zwar Do You Love Me ist eine Single, die ist nicht auf der EP drauf, aber die habe ich vor ein, zwei Wochen veröffentlicht mit zwei Freunden. Und den spiele ich jetzt. Das war mein letzter Song. Wirklich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich war Wolke aus Oldenburg. Ich habe hier ein bisschen Musik gemacht mit Gameboys und PlayStation Portables. Die sind übrigens auch nicht irgendwie gemoddet oder so. Das sind, die Software, die ich beim den Gameboy-Sachen benutzt habe, heißt Little Sound DJ. Die kann man sich kostenlos runterladen und funktioniert, wenn man eine Speicherkarte hat auf jedem Gameboy in dem Emulator. Für die PlayStation Portables habe ich eine DJ-Software benutzt, die heißt Rukus, glaube ich. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Retro-Bühnen, Gamescom-Feeling ins Wohnzimmer bringen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das sage ich, glaube ich, schon zum dritten Mal. Ich bin ein bisschen fertig. Ich fühle mich jetzt nach der fast Stunde Set, so ein bisschen wie nach einem Tag Gamescom.
gerädert. Und ja, ey, wenn ihr das supporten wollt, schaut mal irgendwie, googelt Voltkit und bleibt auf jeden Fall dran und fährt euch rein, was hier auf dem Retro-Stream noch so läuft. Ich bin auf jeden Fall auch gleich noch im Chat, falls irgendwer irgendwie Fragen hat. Ich beantworte auch saugern Leute Fragen zu Fragen von Leuten, die interessiert, wie man mit Game was Musik macht. Also fragt auch gern, schreibt mir eine Mail, schreibt mir auf Twitter. Sonst was. Okay, ich mache mal Schluss. Ciao.